Und ohne dass er es merkt, ist man in der Aufnahme. La 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 la. Ja, wir sind immer noch im Ewigwald, leider. Willst du kommentieren, wie nutzlos das dass meine Begleiterin ist? Ja? Meine Begleiterin ist total nutzlos, weißt du das schon? Achso, ja, ja, achso. So, wie sind die Orlisten nochmal? Keine Ahnung, aber ich muss gerade was machen. Moment, ich hab Poké-Wiki auch nicht guckt. Yay, ich hab jemand mit Infos? Chanera ist das Pokémon der Woche. Okay. Ja, Leute. Wir haben gerade darüber gesprochen und ich mache die Seite auf und dann ist der Chanera da. Ja, jetzt waren die Leute mal live dabei, wie ich meine Lautstärke geändert habe, falls man es überhaupt sieht, ich weiß es nicht. Wie live dabei? Aber das Coolste ist, ich hab Besuch! Ich hab jemanden dabei! Weißt du, wo ich jetzt als allererstes hingehe? In Ewigenau. Ich hab dann Staravia, was noch Staravia heißt. Wieso kämpfe ich eigentlich? Ich habe einen Staravia Stufe 21. Ah ja, ein Chanera. Nimmst du jetzt auf oder nicht? Rate mal. Sag mir nicht, doch. Ja, jetzt sind die Leute mal live dabei, um zu sehen, wie gemein das ich bin. Nö. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein durch die, was durch den Wald gegangen. Vielen Dank. Bitte nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Stell aber auch den Besuch vor, sonst bin ich eingeschlafen. Was? Stell den Besuch auch vor, sonst bin ich eingeschlafen. Ja, es ist... Sakura Ichigo-san. Ne, Chan. Chan, 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 Chan. Wenn wir es nochmal begeben, bis dann alles Gute. Ja, tschüss, verpiss dich. Tusse. Sei nicht eingeschlafen. Hat die Tose jetzt ihren Namen gesagt? Raseli, whatever. Oh, ich lasse die ganzen Angel aus, die mache ich offscreen mit Eclair. Oh Gott, ich hab Schlampe gesagt, ich hab keiner gehört. Du hast Entschuldigung. Was gesagt. Ich hab ja, Schlampe jetzt hat sie jeder gehört. Entschuldigung. Oh Gott. Vergesst das alle wieder, Leute, vergesst es wieder. Bitte. Ey, komm, jetzt haben wir endlich mal. Oh. Ja, Mark ist da. Hey Monika, du bist doch gekommen, ihr seid so an die Schimpfe, ich bring dir dich dann. Jetzt kommt eine Live-Interpretation von Pfarrer Cyrus. Ich wollte eigentlich zum Namensverwerter und dann in die Arena. Aber was? Ich sag jetzt nochmal einfach Hi an alle. Hallo. Du hast mich unterbrochen. Ah, wir haben die Stadt. Stadt, der Stadt ewig genau, fest miteinander verwoben, geben die Zeit und Raum unseren Halt, ihre Form. Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und der Zeit. Die Mythen sind, deswegen müssen sie auf die Weite überprüfen. Entschuldigung, geht zur Seite. Und manchmal hab ich gedacht, geht zur Seite. Also einfach nur sagen, nicht so, Entschuldigung. Ich möchte mich bewegen. Oh hey. Bei diesem Zusammenschluss kommt eine brillante Idee, die ist genial. Weiß ich mir ganz ehrlich danke, dass wenn das klingt, dass bla bla bla, ja, es sind Attacken, jede Attacke soll nicht treffen, was das Schlimme ist, ich habe das alles schon mal gesehen. Und außerdem ist die Attacke Taktik total scheiße, weil er tritt wieder gegen so mal an und dann machen wir ihn fertig. Weil als erstes ein Staravia rausholt, dann rufe ich Ekle. Oh, Cynthia! Scheiße, ich habe keine Synchronstimme für sie. Ja! Ich brauche eine Synchronstimme für die. Ich könnte jetzt synchronisieren, wenn ich das Bild hätte. Vier Minuten. Ja, das ist die unprofessionelle Aufnahme aller Zeiten, weil ich random irgendwas nachgucke, ne? Aber egal, das ist jetzt die spaßigste wahrscheinlich. Wie spreche ich die? Ich könnte... Schade, dass ich es nicht machen kann, ne? Sonst hätte ich was zu tun. Ja, dieses Utensil da, das ist ein Pokédex. Puh, mir kommen alte Erinnerungen hoch. Ich kann die nicht synchronisieren, siehst du episch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön, hallo Warnikas, den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Cynthia. Ja. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du, und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Du bist ein totaler Arschriss, weil ich weiß, dass du der Champion von Sinnoh bist. Du bist ewig genau und steht die Statue eines Pokémon des Alters, du. Hast du dich schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem welches Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegst du dir auf Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Jo. Und das damit, das wird sicher nützlich sein. VM1. Jetzt könnte ich mir live kaum mal laut fangen. Nee, ich glaube, da brauche ich doch ein Fahrrad. Das weiß ich gar nicht.
Ist wichtig, um den Punkt mit aufzufüllen, ja. Weißt du? Ja, ich weiß es. Viel Glück. Tschüss. Oh, richtig, Professor Albert, meine Grüße aus. Tschüss, Cynthia. Ich mag dich. Tschüss, Cynthia. Ich mag dich. Es, ich auch. Ja, ich hab so Angst vor der. Für Cynthia, ob ich auf. Du hast so Angst vor. Weil die verdammt starke Trainer ist. Die ist süß. Ja. Egal, ist ja nicht der Ravier um. Und jetzt sind alle schon. Alle sind jetzt schon gespannt, wie Staravia denn heißen wird. Ich lese es absichtlich nicht vor, was er sagt, weil ich extra langsam. Also, das ist das Typische. Wie soll der neue Spitzname lauten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was du gesagt hast? Ba, 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 mal gespannt. Ba, ba, da, 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 da. Ich weiß, wie es heißen wird und ihr alle mögen. Erledigt, von jetzt an heißt es Pokémon Sakura. Woohoo! Ein schönerer Name als zuvor. Okay. Aber ich bin der Name, wer das nicht mit seiner Pokémon bewerten. Welches soll ich bewerten? Bamelin wird auch umbenannt. Ich habe nämlich auch einen Vorschlag dafür bekommen. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie Bamelin heißen wird. Das weiß ich nicht. Im vorherigen Part, ich habe das ja ganz ja schon mal aufgenommen, habe ich es gesagt, aus Versehen. Oh. Weißt du, was echt fies ist, dass man meinen unteren Screen nicht sieht? Das ist immer eine Überraschung. Ah ja, stimmt ja. Ich könnte es einblenden, habe ich ja mehrmals gemacht, aber nö, jetzt nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, ich wollte das Frauenteam haben? Erledigt! Von jetzt an heißt es Grund Theodora! Ein schönerer yeah. Name als zuvor, du bist voll der Glückspilz. Okay. Irgendwie finde ich, ich glaube der Namensgeber ist irgendwie auf Drogen oder so, weil er immer das Gleiche sagt. Ich meine, oh, ich muss mir noch ein würdiges Ende für VMI ausdenken, weil der fällt ja raus, sobald ich Kaumalat und mein geheimnisvolles Feuer-Pokémon habe, was ich ja schon verraten habe. Ich weiß, ich kann mich jetzt bekloppt. So. Nee. Hallo, ich bin Sylvanas, Arena-Leiterin. Ich synchronisiere jetzt nicht. Er ist ja mich rausgeholt, aber nicht gestüber junger Kerl. Du kennst ihn, der Hismark. Ja, er hat dich schon angekündigt, danke. Ich hab mir da gesagt, dass du auf dem Weg hier bist. Bin ganz zappelig. Meine Arena trittst du erst am Ende gegen mich, die Arena-Leiterin, an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen anderen Trainer in der Arena. Ich warte schon ganz hinten auf dich, enttäusch mich nicht. Du kannst ja meinen Spitznamen von Kaumalat raten. Das ist ziemlich einfach, ich ändere nur einen einzigen Buchstaben im Namen. Oh Gott, Soweit ich weiß, waren die Pflanzen-Pokémon, oder? Nutzi. Ja, die Sylvanas Pflanzen-Pokémon. Nutzi Staravia. Ja, ist am besten. Feuer, Starflug oder. Ich benutze dich jetzt. Dein erster Auftritt? Ist es live dabei? Ich werde benutzt. Das klingt total falsch. Ich rede gerne zweideutig. Oh, super. Ich hab super trainiert, ne? Staravia Stufe 21 und die anderen sind 17. Boah! Jetzt ist Staravia 22. Ja, ich würde sofort zu. Ja. Solange ich dich noch benutze. Ich weiß nicht! Oh, Roselia, wie süß. Oh Mann! Ich glaube, ich sollte den Part irgendwie nennen, ich benutze jemanden oder so. Ist aber voll cool, ne? Ein Pokémon gibt mir über die Hälfte. Die Blumenuhr in dieser Arena, du kannst auf den Zeiger laufen, so langsam zum nächsten Trainer. Juhu. Juhu. Ich habe vor, glaube ich, 4 Minuten gesagt, das sind noch 5 Minuten, oder? Ja. Ich glaub, ach komm, ich mach einfach um 40 Schluss. Mit diesem Part. Yay. Kann die Uhr sich mal schneller drehen und nicht, ne? Es hat sich jetzt einmal fast komplett um die eigene Achse gedreht. Ob. Blüpp. Blüpp. Meine Pflanzenpokémon haben ein paar überzeugende Angriffe drauf. So leicht kommst du nicht an mir vorbei. Flügelschlag, Flügelschlag und Flügelschlag, wenn du 3 Pokémon hast. Ja. Knopsi! Los, Sakura! Benutze Flügelschlag! Flatter mit den Flügeln. Ich glaube, Staravia bleibt bis zum Ende. Gibt keins, ich tausche das Team zwischendrin nicht mehr aus. Knopsi! Abwechslung und so. Yay! Abwechslung ist voll drinnen. Es ist immer noch so spannend. Habe ich eigentlich. Ich erinnere mich dran, als
Ich überlege gerade, habe ich einen Part Elfenwitz erzählt nochmal oder. Noch ein Knopsi! Ich glaube, das Wort benutzen wird so das Wort, was heute am häufigsten fällt. Und es wird wahrscheinlich total missverstanden. Ja, also es ist ja nicht zweideutig gemeint. Ja. Ich könnte auch mal das Niveau dieser Konversation heben, indem ich ein paar gewisse Worte sage. Oh, du versuchst Wirbelwind zu lernen. Möchtest du Wirbelwind lernen? Nein. Wieso nicht? Weil Wirbelwind doof ist. Aber dann schmeiß ich die immer wieder raus. Ich flücht? Egal. Egal, lass es weg. Ja. Ding dong. Wisst ihr was? Ich spul jetzt einfach die Scheißblume vor. Scheißblume. Die Fu-Blume, wie ich es jetzt ab sofort nenne. Oh, ey, ich hätte übrigens keinen Plan, hätte ich zum Beispiel jetzt Panflam ins Team genommen, hätte ich mein komplettes Team umstellen müssen oder so. Echt, na gut. Ich finde Chillas aber besser. Sobald es mit Chill Terra wird, wird es eh brutal. Wird man zwar mich kaum noch einsetzen sehen, aber wenn man sie einsetzt, dann meine ich es ernst. Oh, Chill Terra mit Fauna-Statue ist. Nö, es gibt Holzhammer. Aber vorne starten ist echt gut. Naja. Ich hab seine Attacken stehen schon. So ich weiß. Holzhammer, Blättersturm, Erdbeben und noch irgendwas. Ey, das ist so episch, ne? Oh, Shellcrane entwickelt sich zu Shellterra. Shellterra möchte Erdbeben lernen. Ja. Bitte, Erdbeben! Ist nicht ein bisschen übertrieben? Solche. Neben Intensität 10 die stärkste Bodenattacke? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so hysterisch gesagt. Weiß ich nicht. Wisst ihr, was ein Cliffhanger ist? Wenn man direkt vor der Arena-Leiterin aufhört. Das ist so fies. Ich überlege gerade, ich könnte auch den Part splitten, aber. Nee. Kurze Pause.